So, und nun kommt als nächstes Harald Weinberg, MdW für die Linke. Dankeschön. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ob wir wirklich die ganze Union auf unserer Seite haben, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber auf jeden Fall Einzelne, das gebe ich zu, Einzelne haben darüber nachgedacht, dass das in der Tat nichts ist mit diesen Freihandelsabkommen und dass man diese Freihandelsabkommen bekämpfen muss oder beziehungsweise kritisch begleiten muss. Dazu gehört Josef Göppel allemal, das ist richtig. Wir haben eben einen Flashmob erlebt als Solidarität mit Griechenland. Vielen Dank dafür nochmal von meiner Seite. Man kann die Frage stellen, ob es da einen Zusammenhang mit unserem Thema gegen TTIP, CETA und Co. gibt. Ich glaube durchaus, dass es das gibt. Und zwar in der Frage der Aushebelung und Suspendierung von Demokratie oder auch der Schaffung einer, wie Kanzlerin Merkel es sagt, marktkonformen Demokratie. Ich weiß nicht, wer von euch oder von Ihnen die Dokumentation von Harald Schumann mit dem Titel Macht ohne Kontrolle, die Troika, gesehen hat. Ich kann sie nur empfehlen. Man kann sie nach wie vor auf der Arte-Mediathek herunterladen. Dort wird detailliert geschildert und dokumentiert, wie das konkret ausschaut, wenn eine demokratisch unlegitimierte und völlig unkontrollierte Macht sich über demokratische Regierungen stellt und per Erpressung Dinge durchsetzt. Das muss man sich durchaus sehr handfest vorstellen. Dort wird unter anderem gezeigt, dass der Leiter einer 66-köpfigen Troika-Delegation, der Herr Paul Thomsen seinerzeit, nachts um 11 den damaligen Minister für die Verwaltungsreform, Herrn Antonis Manitakis, zu sich bestellt hat und gesagt hat, es müssen weitere 3000 Stellen abgebaut werden, und zwar jetzt sofort. Anderenfalls würden die nächste Tranche von 8 Milliarden nicht freigeschaltet werden. Diese 8 Milliarden gehen ja überhaupt nicht nach Griechenland, das wissen wir alle. Die gehen im Wesentlichen halt zu 80, fast 90% an die Gläubigerbanken. Sie landen gar nicht in Griechenland. Aber man muss sich das vorstellen, wie das sozusagen handfest funktioniert. Da werden sozusagen Menschen in grauen Maßanzügen mit Schlips und Kragen. Ich betone das deswegen, weil man sich in der deutschen Öffentlichkeit so tierisch aufgeregt hat über den legeren Kleidungsstil vom aktuellen griechischen Finanzminister Varoufakis. Meine Erfahrung ist, dass man eher denen in den Maßanzügen mit Schlips und Anzug nicht trauen sollte. Also, diese gut gekleideten Herrschaften hatten unmittelbaren Zugang zu den Ministerien, haben Gesetzesvorlagen formuliert und dann durchgesetzt, dass, eine kleine Auswahl nur, Tausende ihren Arbeitsplatz verloren haben, Renten drastisch gekürzt worden sind, Tarifverträge und Arbeitnehmerrechte außer Kraft gesetzt worden sind, öffentliches Eigentum weit unter Wert an Private verhökert worden ist, im Sozial- und Gesundheitsbereich drastische Kürzungen vorgenommen worden sind, 40% der öffentlichen Krankenhäuser geschlossen worden sind, die Hälfte der Ärzte in den Polikliniken entlassen worden sind. Es sind in Griechenland wieder Krankheiten aufgetreten, die vorher im Prinzip weg waren. Tuberkulose, Hepatitis, Malaria und so weiter und so fort. Die Suizidrate ist nach oben gegangen. Das öffentliche Gesundheitswesen ist nahezu zerstört und deren lukrativer Teil privatisiert worden. Ein Arzt in einer Sozialklinik in Athen hat es mal so zusammengefasst: Wer Geld hat, lebt. Wer keines hat, der stirbt. Und das in Europa, in der EU. Das ist ein EU-Land, das ist kein Entwicklungsland, über das wir hier reden. Und er hat gleichzeitig gesagt und gefordert, dass die Verantwortlichen, auch der Troika, sich vor Gericht davor verantworten sollten. Dazu wird es leider nicht kommen. Dazu wird es leider nicht kommen, denn Tatsache ist, dass alle, die mit sozusagen dieser Euro-Rettung befasst sind, Immunität bekommen haben für ihr Tun und Handeln. Warum wohl? Das muss man sich fragen. Und vor diesem Hintergrund, was sind die Bezüge zu unserem Thema, zu den Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TISA? Es gibt gleich mehrere, wie ich meine. Das erste ist die Schiedsgerichte, die sind ja schon angesprochen worden, und damit die Klagerechte von Unternehmen und Konzernen gegen Gesetze souveräner Länder. Die haben Rückwirkungen auf die parlamentarische Demokratie und das parlamentarische Geschehen, vergleichbar mit der drohenden Knute der Troika auf das Parlament in Griechenland. Dazu der Verfassungsrechtler Axel Flessner. Zitat: Die Parlamente müssen vor jedem Gesetz, das die Wirtschaft berührt, die finanzielle Haftung ihres Staates für Einbußen einer unbestimmten Zahl von nordamerikanischen Investoren einkalkulieren. Sie werden dadurch eingeschüchtert
und zu eigentlich sachfremden Erwägungen veranlasst. Außerdem wird, wenn der Staat tatsächlich zur Zahlung verurteilt wird und zahlen muss, ihre Haushaltshoheit, ein zentrales Parlamentsrecht in der Demokratie, vereitelt. Also nur die bloße Existenz von dieser Schiedsgerichtsbarkeit schadet der Demokratie und muss insofern komplett abgelehnt werden. Und es sind in den Verträgen sogenannte regulatorische Kooperationen vorgesehen. Das ist ja bereits genannt worden. Es wird in Form eines Regularity Council, ist das sozusagen vorgesehen, die mit Exekutivvertretern der Vertragsparteien besetzt werden und die Aufgabe haben, jedes Gesetzesvorhaben im Vertragsgebiet darauf zu überprüfen, ob es mit dem Abkommen übereinstimmt oder dagegen verstößt. Bei Verstößen sollen dann Änderungen eingefordert und durchgesetzt werden. Das wäre dann in der Tat eine Art Zensurstelle der marktkonformen Demokratie, die sich auch schnell zu einer Troika-ähnlichen Struktur ausweiten könnte. Nun kennen wir auch heute schon den massiven Einfluss der Wirtschaft auf Gesetzgebungsgeschehen, bis hin zu Formulierungshilfen bei Gesetzen und Bestellungskräften in den Ministerien. Aber dass eine schlechte Praxis bereits existiert, kann und darf nicht legitimieren, diese dann noch weiter zu verschlechtern. Allein dieser Anschlag auf die Demokratie würde reichen, um diese Abkommen rundweg abzulehnen. Es geht aber bei den sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen nicht nur um technische Standards, nicht nur um Gentechnik, nicht nur um Umweltstandards, nicht nur um landwirtschaftliche Standards, sondern auch, wie in Griechenland, Portugal, Spanien, Irland, Frankreich und Italien, um soziale und arbeitsrechtliche Standards. Nehmen wir das Arbeitsrecht. Beim Arbeitsrecht gibt es 8 Kernnormen der International Labour Organization, das ist eine Unterorganisation der UNO. Diese lauten: Koalitionsfreiheit, also dass Arbeitnehmer sich zusammenschließen dürfen, überhaupt in Gewerkschaften, Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge, Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit, Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auch bei den Geschlechtern, Festlegung eines Mindestalters für den Eintritt in das Arbeitsverhältnis, Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt wegen Rasse, Geschlecht, Religion, politische Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft. Diese 6 von den 8 genannten Kernnormen der ILO, die eigentlich selbstverständliche Normen sein sollten, wenn man sie so hört, hat die USA bis heute nicht ratifiziert. Nicht ratifiziert. Ratifiziert wurden 2 ganz andere Normen, nämlich die Abschaffung der Zwangsarbeit als Disziplinierungs- und Strafmaßnahme und die Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Das sind die 2 anderen verbleibenden ILO-Rechtsnormen. Also die USA hat sozusagen Selbstverständlichkeiten, was die Frage Koalitionsfreiheit, was die Frage gewerkschaftliche Betätigung betrifft, nicht ratifiziert bisher. Das Ergebnis kennen wir auch in Deutschland, auch in Europa. Es ist ein eisenharter Kampf US-amerikanischer Firmen gegen jede Form von Mitbestimmung und Tarifbindung, wie wir das zum Beispiel bei Amazon, bei McDonald's, bei Burger King und so weiter und so fort erleben. Bei Amazon streiken sie, glaube ich, inzwischen halt eben fast über ein Jahr oder fast anderthalb Jahre um einen Tarifvertrag und Amazon verweigert diesen Tarifvertrag bis heute. Wir haben in den USA weitgehend gewerkschaftsfreie Zonen, vor allem im Süden, und wir haben sogenannte transatlantische Sonderzonen in 25 von 50 Staaten. Das bedeutet, da gelten sogenannte Right-to-Work-Gesetze. Das klingt schön, wie alles halt in diesem Zusammenhang mit Freihandel und so weiter und so fort. Es heißt aber nicht sozusagen, dass man ein Recht auf Arbeit hätte, sondern dass man den Arbeitnehmerinnen ein Recht einräumt, auch dann zur Arbeit zu gehen, wenn ein Betrieb bestreikt wird. Es geht hier also um die Frage, dass sozusagen Streikrecht illegalisiert wird und Streikrecht ausgehebelt wird. Europäische und insbesondere deutsche Unternehmen siedeln sich gerne in diesen Sonderzonen an. Die EU-Staaten ihrerseits haben alle sogenannten 8 ILO-Kernnormen ratifiziert. Das heißt aber nicht, dass diese Normen unangefochten sind. Ich habe gerade auf Griechenland verwiesen. Insbesondere über die Troika werden sie immer wieder verletzt oder ausgehebelt, wie das Beispiel Griechenland sehr deutlich zeigt. Werner Rügemar, ein Publizist im Arbeitnehmerbereich, zieht daraus folgendes Fazit. Die Gefahr bei TTIP besteht gerade darin, dass mit den USA und der EU 2 Verhandlungspartner aufeinandertreffen, die ihre geschilderten schlechten Praxen jetzt miteinander harmonisieren wollen. Das ist das Ergebnis dann am Ende. Wir werden am Ende sozusagen eine schlechte Praxis aus den USA und eine schlechte Praxis aus der EU miteinander harmonisiert haben und das funktioniert meistens additiv, also es wird noch schlechter. Thank you.
Vor dem Hintergrund dieser Praktiken kann einem nur Angst und Bange werden. Das sind Abkommen zugunsten der transnationalen Konzerne und ihrer politischen Lakaien zu Lasten Dritter. Und diese Dritte, das sind wir, diejenigen, die auf einen funktionierenden Sozialstaat angewiesen sind, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Gewerkschaften angewiesen sind und die kleinen und mittleren Unternehmen. Zu deren Lasten sollen hier Verträge ausgehandelt werden. Der Widerstand wächst allerdings. Wir haben inzwischen bei der selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative über 2,5 Millionen Unterschriften. Es werden täglich mehr. Und es gibt eine Selbsteinschätzung der TTIP-Befürworter in Brüssel auf europäischer Ebene. Und diese Selbsteinschätzung sagt, den öffentlichen Kampf um TTIP und das Freihandelsabkommen, in der ersten Runde zumindest, haben sie verloren. Sie schätzen selber ein, dass sie in der Öffentlichkeit nicht haben durchdringen können. Sie schätzen selber ein, dass sie große Fehler gemacht haben in der Frage der Transparenz. Sie schätzen selber ein, dass es ein großer Fehler war, dass die Europäische Bürgerinitiative als offizielle Bürgerinitiative nicht zuzulassen, weil das im Prinzip nach hinten losgegangen ist. Und insofern sind sie derzeit in der Defensive. Jetzt versuchen sie wieder in die Offensive zu kommen. Ich sag mal, diese 5 Gründe für TTIP, die Gabriel halt eben in dieser komischen Zeitung mit den großen Buchstaben halt eben vorgebracht hat, das ist eine Reaktion darauf, dass man versucht, jetzt sozusagen verloren gegangenes öffentliches Vertrauen wieder über diesen Weg herzustellen. Die politische Konstellation ist allerdings so, dass man sagen muss, wir haben in den Parlamenten sowohl auf der europäischen Ebene als auch in den meisten europäischen Ländern eine klare Mehrheit derzeit noch für TTIP. Und da kommt es natürlich sehr darauf an. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass hier der Bürgermeister gerade geredet hat mit einem SPD-Parteibuch, weil es wird entscheidend auf die SPD in dieser Frage ankommen. In der SPD gibt es einen großen Widerstand inzwischen, aber der hat sich noch nicht durchsetzen können. Es ist in der SPD, wie es immer ist, der Widerstand kommt von unten und von oben wird er sozusagen kanalisiert und ist dann, naja, man versucht ihn dann wegzubekommen. Ich hoffe, dass es diesmal nicht gelingt, ihn wieder wegzubekommen. Und vor dem Hintergrund, was ich gerade ausgeführt habe, was diesen Verfassungsrechtler betrifft, muss man natürlich auch erwägen, sollte es dann zu einem Zustimmungsgesetz kommen und sollte dieses Zustimmungsgesetz eine Mehrheit bekommen, dass man dann sehr klar auch nochmal überlegt, ob man an dieser Stelle da nicht schnell eine Verfassungsbeschwerde versucht einzulegen, weil ich glaube, dass man da durchaus eine gute Möglichkeit hätte, es an dieser Stelle eventuell auch nochmal zu Fall zu bringen. Lass mich abschließen nochmal mit einem Punkt. Ich glaube nämlich, dass dieses Thema schon nochmal sehr grundsätzliche Fragen nach der Zukunftsfähigkeit unseres bestehenden kapitalistischen Entwicklungsmodells stellt. Neben der notwendigen Abwehr und Verhinderung sind auch Schritte meines Erachtens notwendig, dass die Völker positiv formulieren, nicht nur negativ formulieren, was sie nicht wollen, sondern positiv formulieren, wie sie zusammenleben wollen, wie sie in Zukunft miteinander und in Einklang mit der Natur leben wollen. Es ist aus meiner Sicht Zeit für eine positive Utopie, ein Abkommen zwischen den Völkern, das ein gutes Leben für alle ermöglicht, ohne das Klima und die Natur weiter zu zerstören, ohne sich wechselseitig zu übervorteilen, ohne Kriege und militärische Gewalt, ohne Hunger und soziale Verelendung und Ausbeutung. Ich weiß, das klingt utopisch, das klingt ein bisschen nach John Lennon, Imagine. Aber eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, ist es doch viel utopischer, weil völlig unrealistisch, dass wir auf dieser endlichen Erde, die unser aller Heimat ist, bei demnächst 10 Milliarden Menschen, dieses Entwicklungsmodell, das auf exponentielles Wachstum angewiesen ist, einfach fortsetzen können. Wir können es nicht fortsetzen. Das wäre viel utopischer. Wenn wir also die Kurve kriegen wollen, dann müssen wir an dieser Utopie des guten Lebens für alle arbeiten. Und um dafür die Agenda entwickeln zu können, die ist ja noch nicht entwickelt, müssen wir als erstes die Agenda dieses Freihandelsabkommens durchkreuzen. Die Chancen sind da, packen wir es an.